Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu dieser Top-Liste, die wir haben. Das ist keine Top 10. Es ist wirklich keine Top 10. Wir haben lange überlegt und dann haben wir bemerkt, Georgs und meine Liste hat fast keine Überschneidung. Dann haben wir die Überschneidungen eliminiert und statt eine Top 10 haben wir eine Top 7 für euch. Also im Wesentlichen eine Top 14 sogar. Richtig. Weil seine Spiele sind ja alle unten, weiter unten, und meine Tops sind ja die Top 7. Also ich mache quasi für Georg die Plätze 14 bis 8 und er die Plätze 7 bis 1. Für mich ist es umgekehrt. Das ist hervorragend. Hervorragend. Und ihr fragt euch, was sind das für komische Mützen hinter uns im Regal? Das sind für uns besonders tolle Spiele dieses Jahrgangs, die man auch super zu Weihnachten verschenken kann. Das sind Berge des Wahnsinns, Indian Summer, Queen Domino und Azul. Und das Tollste dazu ist, wir haben auch eine Advents- und Nikolaus-Top-10 Empfehlungsliste für kleine Geschenke und wir haben eine Top 10 Weihnachtsempfehlungsliste und die verlinken wir euch jetzt hier oben. Schaut doch da auch mal vorbei und jetzt starten wir ganz flockig mit unserem Platz 7. Unser Platz 7. Wir starten mit noch nicht ganz so großen Spielerzahlen, weil wir haben uns im Vorfeld natürlich überlegt, was braucht man für Silvester? Man möchte ja auch jeden irgendwie so ein bisschen bedienen vom Genre. Ein Heavy Euro, ich war ganz nah dran, wirklich Zeit mit Erweiterung reinzupacken, mit der Begründung, man kann es bis 7 Spieler spielen und für eine epische spielerische Schlacht am Silvesterabend. Genau. Georg gesagt, ist recht und schön, aber vielleicht ein bisschen zu heavy. Da habe ich gesagt, eine Schlacht muss sein, King of Tokyo auf 7. Wir sind Monsterkämpfen um die Vorherrschaft von Tokyo City und Tokyo Bay im Spiel zu 5 und zu 6. Und wir würfeln und versuchen dann natürlich die anderen Monster entsprechend zu verprügeln oder als erstes 20 Siegpunkte zu haben. Es geht flott, es geht schnell, es ist lustig, es ist chaotisch ein bisschen manchmal auch. Und das einzige Manko, es hat Player Elimination. Erfahrungsgemäß sitzt man tatsächlich dann, wenn der erste Spieler ausscheidet, vielleicht 3 Minuten, 4 Minuten daneben und guckt dem Spielverlauf noch zu. Wenn es ganz blöd läuft, können es auch mal 10, 15 Minuten sein. Ich hoffe, euch geht es nicht so schlimm. Gut, auf der Silvesterparty kann man ja schon mal die Martinis mixen und so, ist ja auch kein Nichts. Genau, einen Cocktail schlürfen. Oder mal aufs Klo gehen und dann kann man bei der nächsten Partie wieder mitmachen. So ist es. Die nächste Partie könnte aber auch sein Pi mal Pflaume. Das ist ein schönes kleines Kartenspiel, wo wir quasi Obstkarten sammeln, um gewisse Obstformationen dann in Siegpunkte umzuwandeln. Und hinterher zum Schluss werden einfach nur die Siegpunkte gewählt. Das Spiel lebt von den tollen Grafiken, man kann es immer schön zwischendurch sehen. Sind wirklich tolle Naturgrafiken von den Pflanzen, von den Pflaumen, von den ganzen anderen Früchten, die es da auch noch so gibt, muss ich sagen. Echt, war ein wunderbares Spiel. Ich mag das Spiel gerne. Wir haben es auch schon in der Mittagspause gespielt. Genau, ein Strategofiller nach Georgs Definition. Ein Spiel, was eigentlich für die Kürze der Zeit oder für die Größe der Packung ein bisschen mehr bringt tatsächlich, als man glaubt. Und vielleicht auch nicht unbedingt in, was steht drauf, 30 bis 40 Minuten. Ja, es ist einfach ein Ticken länger für ein Kartenspiel. Ja. Und es macht durchaus Spaß, ja. Bis 5 Personen spielbar, also für kleinere Silvesterrunden, entweder Pi mal Pflaume oder King of Tokyo für größere Gruppen kommen wir auch noch. Dazu muss ich auch noch mal sagen, wir haben auch schon Silvester so gefeiert, dass wir im Haus die ganzen Räume in jedem Raum ein Spiel gelegt haben und dann immer so ein bisschen umhergewandert sind und da einzeln kleinere Spiele gemacht haben. Als Party-Ticket schlechthin hätte ich noch erwischt. Was? Das ist das Spiel, wo man versucht, Aufträge zu erfüllen. Jeder kriegt so eine Auftragskarte zu Beginn der Party. Und dann versucht man möglichst, ohne dass die anderen sagen, ha, erwischt, seinen Auftrag zu erfüllen. Und das kann ganz schön witzig sein, gerade bei größeren Gruppen. Das kann man nämlich gut nebenbei spielen. Und wenn dann plötzlich jemand bei King of Tokyo fragt, wo eigentlich die nächste Zoohandlung ist, er möchte unbedingt für seinen Gorilla-Affenfutter entsprechendes Futter kaufen, dann glaubt man ihm das. Und seine Aufgabe war aber zweimal blöd zu fragen, wo denn die nächste Zuhandlung ist. Ja. Also auch ein schönes Spiel, was man nebenbei spielen kann, deswegen nicht auf dieser Liste. Dann habe ich auf Platz 6 ein schönes Spiel, Tabu XXL. Wir hatten das vorher auch schon mal vorgestellt in unserer Monatsliste, dass wir es gespielt haben.
Ein sehr schönes Spiel. Tabu habe ich früher auch schon gespielt. Tabu ist ein bisschen irritierend. Also ein bisschen in einsilbig in eine Variante. Aber hier geht es mit Malen, wird es effektiver. Und Pantomime mit dem roten Knut. Das ist natürlich das absolute Highlight. Für Leute, die es mögen, sage ich mal. Für alle, die Tabu nicht mögen und auch Tabu XXL nichts abgewinnen können, habe ich das entsprechende Pendant, was ein bisschen mehr aus dem Spiel macht. Cranium. Auch ein cooles Spiel, was eigentlich ähnliche Kategorien oder fast die gleichen Kategorien wie Tabu XXL bietet. Nur kann es dann passieren, wir müssen blind malen. Ist ja schon mal malen auf dem nächsten Level. Oder aber wir machen nicht bloß Pantomime, sondern wir machen den Mimitator. Wir versuchen eine Person zu imitieren oder wie auch immer. Und dann imitiert man Otto. Dann hopft dann plötzlich derjenige erstmal so durch den Raum. Oder aber, ich lasse nun die Ente zu Wasser. Ja, lassen Sie Ihre Ente zu Wasser. Loriot, na klar. Ja, solche Sachen. Da kommt tatsächlich noch ein bisschen mehr Pep. Oder wenn man dann plötzlich... Aber er hat keinen Knotenknut. Richtig, dafür haben wir Knete. Aha. Fängt auch mit K an. Knotenknete. Na, nur Knete. Und es ist ziemlich lustig, wenn man dann plötzlich was kneten soll. Und so hat man hier, finde ich persönlich, nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten tatsächlich aus dem Spiel rauszuholen. Schon mehrfach gespielt, hat für sehr lustige Abende gesorgt. Und finde ich persönlich denn deutlich cooleren Kandidaten zu Tabu XXL, zumal, eins muss ich doch zeigen, ich zeige einmal kurz das Spielbrett, warum. Wenn es schnell gehen soll, spielt ihr eine Runde. Wenn es länger gehen soll, spielt ihr eine größere Runde. Und wenn euch das nicht genug ist, dann spielt ihr die ganz große Runde. Und ich finde allein schon, dass diese Möglichkeit, einfach das Spiel entsprechend abzukürzen oder zu verlängern, finde ich charmant. Weil man ja nie weiß, wie lange wird der Abend tatsächlich. Cranium für mich das bessere Tabu XXL. Platz 5, das ist, für mich ist es ein Social Deduction Spiel. Mhm. Saboteur, kann man das erkennen, ja genau. Saboteur und Saboteur 2. Bei Saboteur ist das so, man fängt, wenn die Leute das so nicht können, fängt man gerade mit Saboteur an, zeigt ein, zwei Partien. Man versucht da als Zwerg zum Gold zu kommen, das Gold zu ergraben, und wer das dann hinterher hat, der kann als erstes ein Goldplättchen nehmen, die anderen dürfen sich dann auch entsprechend dann bedienen. Die mit dabei waren, Saboteure dann entsprechend nicht. Saboteure kriegen nur Punkte, wenn tatsächlich die Spielkarten verbraucht sind. Was jetzt hier bei Saboteur, wenn man das ein paar Mal spielt, eigentlich erkennt man den Saboteur relativ schnell, das geht da nicht so gut mehr. Dann holt man sich Saboteur 2 raus und da gibt es neue Funktionskarten und da gibt es auch neue Rollenkarten und auch neue Rollen und unter anderem eine Funktionskarte, die es erlaubt, die Rolle neu zu definieren. Ja. Das bringt natürlich dann ein klein bisschen mehr Flexibilität in das Spiel und ein bisschen mehr Vielfalt. Und passend dazu habe ich das Social Deduction Spiel Secrets hier vor mir stehen. Beziehungsweise ihr seht es nicht, ich blende es euch ein. Secrets von Eric M. Lang und Bruno Faiduti. Wir haben es schon auf dem Kanal die Regeln erklärt, wir haben es Let's Played. Unser Fazit ist auch schon raus und wir finden es toll. Weil es ein Social-Deduction-Spiel ist, was man bis 8 Personen spielen kann, bei dem sich auch mal noch die Rolle tauschen, bei dem wir versuchen, als KGBler oder CIAler so viel wie möglich Punkte im Team zu sammeln oder als Hippie allein die wenigsten Punkte zu haben. Mhm. Und das ist ein Spiel, was eine bisschen höhere Einstiegshürde hat, aber auch mehr Tiefgang als andere Social-Deduction-Spiele. Mhm. Mhm. Und deswegen ein klarer Platz 5 für mich. Platz Nummer 4, genau, da fängst du mal an. Für mich Mysterium. Wir sind Teilnehmer einer Seance. Und zwar ist jemand verstorben. Und der verstorbene Geist spricht in Form von Dixit-ähnlichen Karten zu uns. Und das Blöde ist, es vergeht die Zeit. Es vergeht mehr Zeit. Und wir versuchen eigentlich nur ein
Set aus Mörder, Tatort und Tatwaffe zu finden. Das Ganze möglichst erfolgreich, um dann vor Ablauf der Zeit jeder Spiritist sein Set aus Karten zusammen hat, um dann den wahren Mörder des Geistes zu enttarnen. Es ist ein kooperatives Spiel, bei dem ein Spieler den Geist übernimmt und die Visionskarten den Spiritisten zukommen lässt. Und das ganze Spiel spielt sich natürlich dann besonders gut, wenn man im Hintergrund noch einen mysteriösen Soundtrack ablaufen lässt. Und den kriegt man auf der Homepage von Libelud vom Verlag. Und sowohl das Spielmaterial ist super stimmig, es kommt ein geiles Feeling auf, es unterstützt es super, finde ich. Und es macht echt Spaß und es ist zu 7 spielbar. Das heißt, solange ihr 7 seid an Silvester, klare Empfehlung, Mysterium. Also Dixit meets Cluedo. So in etwa, lässt sich gut zusammenfassen. Mit dieser und natürlich kooperativ. Dixit meets Cluedo in Kooperativ. Kooperativ, das heißt also, man kann da auch für jemanden mitspielen, der da schon ein bisschen den Sekt schon intus hat vorzeitig. Also die Tipps, es gibt ja keinen Tipp gesprochen, sondern Tipp nur in Karten und natürlich diskutiert da die Gruppe. Das heißt, der Geist sollte noch einigermaßen bei Besinnung sein, der Rest spielt ja sowieso die ganze Zeit komplett zusammen. Just for fun, ganz genau. Ja. Mhm. Wo wir bei Spaß sind, ne? Wo wir bei Spaß sind, hier bei Crazy Time haben wir eine Menge Spaß. Crazy Time ist nicht kooperativ und es ist für 4 bis 7 Spieler spielbar. Also definitiv auch für an Silvester machbar. Aber es erzeugt so ein bisschen Brain-Verknotung, ja, also die Hirnverknotung dann dabei. Da muss man ein bisschen aufpassen dann. Also bitte vor Mitternacht noch spielen. Dabei, eigentlich ist das Spiel einfach und man muss einfach eine Uhrzeit sagen. Die Uhrzeit, die als nächstes dran ist. Sagt einer 1 Uhr, muss man dann halt 2 Uhr sagen oder 3 Uhr oder 4 Uhr. Und immer so weiter. Normalerweise geht das immer weiter. Und das ist einfach ganz simpel erklärt. Aber es kommen dann einfach Sonderregeln dazu. Genau. Die Zeit runterlaufen lassen, die Zeit sonst wie irgendwas sagen, die Zeit in Englisch darstellen müssen oder wie auch immer. Ja. Und die Regeln, das ist das Wichtige. Es fängt an mit 3 Basisregeln und die Regeln gehen Runde für Runde. Ein wenig kommt was dazu. Bis wir 4 Regeln haben unter 4 Bedingungen. Nee, 3 Regeln unter 3 Bedingungen in der 4. Runde. Wer die 4. Runde gewinnt zum Schluss, ist auch Sieger des Spiels. Das Fiese an dem Spiel ist, wenn wir in die falsche Zeit ansagen, dann kriegen wir die ausgespielten Karten, beziehungsweise die Hälfte. Fünf Stück. Es kann richtig fies laufen. Also ich bin bei dem Spiel versage ich generell. Weil irgendwann hat man kompletten Knoten im Hirn, weiß jetzt nicht mehr, muss man das sagen, was man sieht oder das, was man nicht sieht oder sonst. Also es ist nach dem 2. Sekt nicht mehr spielbar. Nach dem 1. kritisch. Lustig ist es aber auf jeden Fall. Also lustig. Wenn sich alle gleich blöd anstellen. Ja, es macht sich aber bemerkbar, wenn einer schon 2-3 Mal gespielt hat und der andere noch nicht. Ja. Das ist also die Lernkurve am Anfang ist noch. Ja, ist doch, man braucht schon noch ein bisschen, um das so zu lernen, wie das dann auch Leute spielen, die das schon länger gespielt haben. Georg, unser Experte für komische Uhrzeiten. Wir kommen auf das Treppchen. Das Treppchen, da habe ich einen Klassiker hier. Das Spiel des Jahres, ne, Kritikerpreis, Spiel des Jahres, Kritikerpreise von 2003, nämlich Alhambra. Und zwar natürlich auch die Family Box, weil es in der Familie auch spielbar ist. Das ist, muss man wirklich sagen. Alhambra ist ein schönes Spiel. Meine Frau spielt das auch sehr gerne und man kann sich da wunderbar Türme kaufen und die in die Alhambra einbauen. Und das ist ein bisschen Puzzle ist dabei und zum Schluss wird einfach abgerechnet, wer die meisten von welchen Teilen auch immer, Türme, was gibt es da noch, Serenaden und Gärten und sowas alles, das wird alles gewertet. Und wer am Schluss sein Steinchen auf über die 100 gehoben hat, ungefähr, da gewinnt dann das Spiel. Hier in der Family Box sind noch so ziemlich fast alle Erweiterungen drin, die man dann dazu bekommen hat. Bei uns sind die alle Erweiterungen drin. Standardmäßig kommt es, glaube ich, mit 2 und oder 3. Und der Profi-Variante Granada, wo dann die Blättchen, wo dann außenrum keine Stadtmauern sind, sondern Wasserflächen und wo man die Blättchen rumdrehen kann. Ah. Das bringt dann nochmal zusätzlich Tiefgang rein an dieser Stelle. Für mich Alhambra eines der schönsten Blättchen-Lege-Bauspiele,
die so auf dem Markt sind. Und ich sag mal, ein gut abgehangener Klassiker, den man ohne Probleme jederzeit rausnehmen kann, der noch nicht staubt. Und auch wirklich sehr eingängige, sehr einfache Regeln. Und man kann sofort losspielen, zumindest in der Basisvariante. Geld nehmen oder Gebäude holen. Genau, Geld oder Gebäude oder, ja, oder passend zahlen oder unpassend zahlen. Genau. Ja, und jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel, was durchaus das Potenzial hat, ein Klassiker zu werden. Es ist mal knappe 11 Jahre jünger als Alhambra, war nominiert zum Spiel des Jahres 2014. Die Rede ist von Concept. Concept ist nichts anderes als Montagsmaler auf dem Brett. Ihr bekommt eine Karte, da stehen verschiedene Begriffe drauf. Zum Beispiel eine Biene. Die könntet ihr beschreiben in Tier, Gelb, Schwarz mit einem Symbol klein und fliegend. Na, ist ganz klar. Wespe, Hornisse, Biene. So ist es. Oder wie wäre es mit Hauptkategorie Essen? Rund, Land, Rot, Weiß, Grün. Pizza. Nein, mexikanische Tortillas. Okay, gut. Also ihr merkt, dieses Spiel hat Potenzial. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, aus vielen eigenen Partien und aus Erfahrung, schmeißt die Punkteregel über Bord, spielt einfach just for fun und guckt, wer schön erklärt, einfach reihum, jeder erklärt einen Begriff, der Rest rät. Punkte irrelevant, spätestens nach den ersten 5-6 erklärten Begriffen schert ihr euch sowieso nicht mehr drum. Ja, wir gehen ganz schnell und mit großen Schritten auf Platz 1 zu, aber vor Platz 1 kommt Platz 2. Und richtig, da ist bei mir Las Vegas. Ihr seht jetzt hier Las Vegas Boulevard. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum stellt er die Erweiterung auf den Tisch? Ganz einfach, meine Grundbox Las Vegas hat in den letzten Jahren so dermaßen gelitten, die ist wirklich am Rand komplett runtergeschabt gewesen und hier schon eingerissen und alles. Warum? Weil ich sie so oft mitgenommen habe zum Spielen. Für sämtliche Geburtstage, für sämtliche Partys war Las Vegas mit dabei. Deswegen habe ich irgendwann einfach zur Erweiterungsbox gegriffen, die Grundbox leider schweren Herzens entsorgt. Braucht man die Erweiterung? Ja, gerne. Man kann es bis 8 Spieler spielen. Es macht bis 8 Spieler Spaß. Und worum geht's? Wir würfeln und setzen die Würfel einer Augenzahl auf ein Casino. Und damit versuchen wir die Mehrheit an Würfeln im Casino zu haben, um an das begehrte Geld zu kommen. Aber Achtung, gleiche Anzahl an Würfeln in einem Casino löschen sich aus und es gibt eventuell einen lachenden dritten oder vierten. Und das macht eigentlich dieses Spiel, finde ich, aus. Der Glücksfaktor, das Bluff- und Zock-Element. Setze ich jetzt meine 5 Würfel auf die 2, wo es bloß 80.000 gibt, oder setze ich einen einzelnen Würfel auf die 1, damit vielleicht die anderen ihre Würfel voraussetzen, ich am Schluss noch mehr Möglichkeiten habe, meine Würfel zu verteilen. Können sich die anderen natürlich auch denken, freilich. Ja, und es ist ein Spiel, was sich immer wieder gut spielt. Mit der Erweiterung kommen die großen Würfel mit dazu, die Doppelzählen, die machen Spaß. Es kommen die größeren Geldscheine mit rein, es kommen die variablen Geldscheine mit rein, wo man gar nicht weiß, was liegt jetzt im Casino, sondern da wird hinterher ein Geldschein erst gezogen. Und das sind, finde ich, Erweiterungen, die da tatsächlich Sinn machen. Genauso wie der einarmige Bandit. Auch das macht Spaß. Mit den anderen Erweiterungsmodulen spielen wir persönlich eher selten, mit den Kickern und mit diesen Auftragskarten. Braucht man nicht unbedingt, aber dieses Spiel macht, finde ich, in jeder Besetzung, zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach Spaß. Ja, kann ich auch so unterschreiben, ja. Also bei sehr vielen Geburtstagen tatsächlich, ja, erprobt. Und was passt besser zu Silvester als ein bisschen Glücksspiel im alten Jahr? Ganz genau, aber ihr müsst aufpassen, wenn es auf die 12 Uhr zugeht. Und das ist dann, da ist das dann eventuell nicht mehr so gut, weil ihr dann einfach zwischendurch abbrecht. Und danach wisst ihr nicht mehr, wo ihr dann ansetzen müsstet. Das könnte passieren. Das könnte passieren. Ich habe hier ein anderes Spiel noch, dabei ein Social Deduction Spiel. Tempel des Schreckens. Es gibt ja auch die Variante mit Don't Mess with Cthulhu, die allerdings auch nur für 6 Personen geeignet ist. Diese Person, die hier ist... Und schwer erhältlich in Deutschland tatsächlich. Und ja. Nicht unbedingt jeder Shop führt's. Genau, Tempel des Schreckens ist aber vom gleichen Autor in anderer Besetzung, also andere Grafiken sind da drauf. Und es ist tatsächlich für 10 Spieler auch spielbar. Wir haben es auch schon in der größeren Runde tatsächlich gespielt und ausprobiert. Es spielt sich auch zu 7 und zu 8 gut.
Man muss die Bösen enttarnen. Im Zweifelsfall ist Georg immer eine Wächterin, beziehungsweise bei Cthulhu der ein Kultist und der Rest spielt sich von allein. Deswegen ist das Spiel für mich nicht immer lustig. Ja? Dann kommen wir jetzt zu der Nummer 1 hier. Und das ist ein Partyknaller. Das ist ein Party. Georg war gestern Abend auf einer Party, deswegen hat er jetzt so eine schöne, keine Stimme mehr. Ganz genau. Ich habe nämlich gedacht, ich probiere mal Silvester vorzufeiern. Mit TikTok. Super, super Gedanke, aber ja. Genau, aber es funktioniert nicht so ganz. Also man hat halt hinterher dann schon eine etwas raue Stimme. So, aber nichtsdestotrotz, hier habe ich Tic-Tac-Boom mitgebracht euch. Das ist wirklich ein schönes, und zwar die Party Edition. Es gibt wirklich fünf... Jetzt haben wir Party mit Karten, die durch die Gegend fliegen. Super, das ist natürlich genial. Aber es zeigt, dass wir hier fünf verschiedene Kategorien haben an... An Teilen, genau. Und ich habe hier zum Beispiel die Kategorie gefragt mit dem Fragezeichen. Das ist hier, was nimmst du zu einem Überlebenstraining im Dschungel mit? Und dann kannst du natürlich sagen, dann eine AK-47, ein sonst irgendwas. Wunderbar. Man kann das ganz toll spielen. Die Regeln sind sehr einfach. Es beschränkt sich einfach auf eine kurze Seite hier. Das ist alles. Fertig. Würfeln, Karte nehmen. Und gut gemeinter Tipp, gib die Karte rum und nicht unbedingt die Bombe. Ganz genau. Weil es kann dann schon mal passieren, dass die Karte runterfällt im Eifer des Gefechts und ihr wollt nicht, dass eure Bombe kaputt geht. Ganz genau. Nicht nur das, deswegen auch die Karte bleibt bei demjenigen, wo die Bombe dann explodiert ist, ja, als quasi Minuspunkt. Genau. Das Spiel kann man mit beliebig vielen Leuten spielen. Die Runde kann beliebig groß sein. Man kann einsteigen, aussteigen, die Leute können aufs Klo gehen zwischendurch. Alles überhaupt kein Thema. Kann man alles tun. Und man kann es an beliebiger Stelle abbrechen und sagen, jawohl, jetzt wollen wir dann Silvester, unsere Sektgläser schon mal richten. Genau. Und kann dann einfach zählen, wer die meisten Karten vor sich liegen hat, der hat das leider dann verloren. Und dieses Spiel ist auch partyerprobt bei uns. Definitiv. Definitiv, ja. Geburtstags- und partyerprobt. Und genauso geburtstagserprobt ist meine Nummer 1. Codenames, jawohl. Ich könnte jetzt auch nach hinten greifen ins Regal, und das mache ich auch. Und ich ziehe hier direkt noch Codenames Do It und Codenames Pictures raus. Warum jetzt alle drei? Naja, ich sag mal so, habt ihr vielleicht fremdsprachigen Besuch? Dann könntet ihr auch ohne Probleme Codenames Pictures spielen. Warum? Weil Begriffe irrelevant sind. Richtig, genau. Dann gebt ihr halt die Tipps auf Englisch. Aber es ist ja gerade egal, ob ihr jetzt Circle sagt, weil... Ein Kreis ist und bleibt ein Kreis und da könnte die Nektarine gemeint sein, die da abgebildet ist. Genauso aber das Auge, was man da irgendwo sieht, ja, während es bei Codenames und Codenames Do It ein bisschen schwerer wird. Und deswegen würde ich persönlich sagen, abhängig von der Gruppe, abhängig von den Spielern, ja, entweder das Original Codenames, das für mich leichter zugänglichere Codenames Pictures oder das nicht gerade leichte Codenames Duett. Nur nicht als Duett, sondern in zwei Gruppen, die kooperativ sich gegenseitig Hinweise geben. Für mich nach wie vor alles drei herausragende Spiele für Gruppen. Und wir haben es schon so oft an Geburtstagen tatsächlich gespielt. Und es spielt sich locker Partie für Partie für Partie und man möchte eigentlich gar nicht aufhören. Ja. Es ist ein ähnlicher Effekt wie bei so Spielen wie Don't Mess with Cthulhu oder Tempel des Schreckens. Es spielt sich einfach schnell und die Zeit geht rasend schnell vorbei. Bei Tic-Tac-Boom meistens auch, es sei denn, man ist der arme Tropf, der die meisten Karten hat, also vor sich liegen hat. Und das bei Tic-Tac-Boom auch immer ich. Also Crazy Time und Tic-Tac-Boom, wenn ihr gewinnen wollt, spielt gegen mich. Ansonsten spiele ich lieber Codenames mit euch. Genau, Knochenfund 2. Ne? Ja, genau, Knochenfund 2. Auch das wird ein Hinweis sein, der uns, glaube ich, die nächsten Jahre und nächsten 100 Videos begleiten wird. Ich sag nur Blechmann zu Hause 2, war auch so ein Teil. Also wir hatten geniale Hinweise und wir wissen, der ein oder andere spielt es etwas härter, aber wir versuchen da schon kreative Wortneuschöpfungen teilweise zu finden und haben aber auch unseren Spaß. Wichtig ist bei Codenames, stimmt euch in der Gruppe ab vorher, was lasst ihr durchgehen? Weil ich sag mal, Donaudampfschifffahrtskapitänshosenknopfloch wäre durchaus ein halbwegs zulässiger Begriff.
Ich glaube, wir würden es durchgehen lassen im Großen und Ganzen. Ich weiß einige Gruppen, die es nicht durchgehen lassen würden. Ich habe persönlich das auch schon gespielt, dass du einfach die beiden Geheimdienstchefs, die können sich ja dann abstimmen hier bei Codenames und Codenames Pictures. Und dabei haben wir es schon so gemacht, dass wir dann sagen, wir googeln, versuchen den Begriff zu googeln. Wenn wir ihn dann finden und der ein bisschen einigermaßen Treffer hat, dann lassen wir das durchgehen. Wenn es ein Begriff ist, der nicht mit Bindestrichen aus Bindestrichen besteht, was wir dann durchaus auch schon hatten. Hey, den Begriff gibt es doch eher. Oh, der hat zwei Bindestriche. Mm-mm. Da ist es dann nur noch zusammengesetzt. Also werdet euch da einig oder legt euch ein Blatt nebenbei, was ihr dann abschirmen könnt, vielleicht mit der Schachtel, wo ihr dann einfach mal kurz draufschreibt, nach dem Motto erlaubt oder nicht, Daumen hoch, Daumen runter, dann funktioniert das hervorragend. Ist halt ein Gruppenspiel, was auch durch die Kommunikation lebt. Es lebt auch davon, dass man blöde Hinweise gibt, versucht die andere Gruppe zu irritieren. Wird bei uns immer wieder gern gemacht, dass die Gruppe, die eigentlich rätseln soll, ja sich sowieso abstimmt. Und für mich persönlich Codenames und Codenames Pictures besonders gut ab 8 Personen oder ab 6 mindestens. Weil es ist lustiger einfach, wenn 2 oder 3 Leute raten, als wenn da einer sitzt und versucht den Begriff zu erraten. Mhm. Sehe ich auch so, ganz genau. Ja, das waren unsere Party-Geburtstags-erprobten Top 7 Spiele, die ihr ohne Probleme an Silvester spielen könnt, die alle von den Regeln eigentlich so überschaubar sind, dass man es auch mit einem Glas Alkohol durchaus noch gut spielen kann, weil ihr solltet nicht unbedingt Spiele spielen wie Exit. Ja. Warum? Ich habe die Erfahrung schon gemacht, ich habe es mit Alkohol gespielt, ich werde es nie wieder tun. Es dauert alles doppelt so lang, auch wenn der Spaß unangefochten da war. Das ist also wirklich hervorragend, aber... Ohne Alkohol ist an dieser Stelle tatsächlich besser. Natürlich hätten wir jetzt auch Spiele vorstellen können, die ihr mit besonders viel Alkohol spielen könnt. Dann würden hier stehen Looping Louie, Crazy Coconuts und Konsorten. Natürlich könnt ihr auch ohne Probleme Tic-Tac-Bum mit entsprechenden Spirituosen spielen. Bei dem, der die Bombe explodiert, der muss einen kurzen trinken. Irgendwann ist er nicht mehr kurz, irgendwann liegt er lang, gestreckt auf dem Boden. Ob das den Spaß dann auch erhöht, ist so die andere Frage. Ja, doch, wer 2-3 Mal getrunken hat, trinkt garantiert noch 10 Mal mehr. Ja, genau. Also, was natürlich auch ein Kandidat wäre, haben wir jetzt nicht auf unserer Liste gehabt, steht aber hinter Georg im Regal, ist Berge des Wahnsinns. Ja. Das ist für uns so ein bisschen an der Gruppengröße tatsächlich gescheitert, wenn wir gesagt haben, mit eher eigentlich mehr als 5 Spieler, weil sonst ist es ja eher so eine kleine Silvesterparty. Wir wollen ja eigentlich eher auf Gruppen eingehen mit so 7 Spielern und mehr oder 6 Spielern und mehr hoffentlich. Ja. Deswegen auch unsere vorderen Platzierungen mit vielen Spielern spielbar. Ja, was aber auch natürlich immer geht, steht der Post-Extrem oder Dixit dann das Original. Genau, das sind Spiele, die immer wieder gehen. Ja. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was sind eure Favoriten für Silvester? Spielt ihr an Silvester? Macht ihr eine Party mit Brettspielen? Dann wollen wir wissen, was spielt ihr? Oder was habt ihr in den letzten Jahren gespielt? Was sind eure Favoriten für eure Silvesterparty? Schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über einen freundlichen Daumen nach oben, über ein Abo des Kanals. Verpasst keines unserer Videos. Und dann wünschen wir euch eine verspielte Vorweihnachtszeit, verspielte Feiertage nach Weihnachten und schon mal an dieser Stelle eine tolle Silvesterparty. In diesem Sinne, macht's gut! Viel Spaß beim Spielen und bis bald. Bis dann. Tschüss.